Ich hasse Überraschungen. In Ordnung, hier kommt sie. Na, bin ich cool oder was? Du bist unglaublich. Ich sollte das Teil jeden Tag zur Schrott fahren. Also, was ist die Überraschung? Oh, nur dein durchschnittlicher zulassungswidriger Spezialtreibstoff-Rückstoßbooster der Zerstörerklasse. Ist das dein Ernst? Ja. Aber nur die Vultures haben... Ich habe so meine Beziehungen. Was jetzt? Willst du das Ding ausprobieren oder nicht? Wow, ich wünschte, ich hätte eine Kamera. Ich wünschte, ich könnte mich irgendwie revanchieren. Hau einfach ab, okay? Du vergraulst mir meine Kunden. Wiedersehen, Mo. Und schick mir eine Postkarte vom Hinterhalt. Tja. Alles abgefackelt. In Ordnung, halten Sie die Augen offen. Er ist ganz schön gerissen. Dieses Mal entkommt er uns nicht. Sehen Sie ihn? Nein. Dann gucken Sie weiter. So, wir müssen die von da hinten weglocken, da das alles schwebende Fahrzeuge sind. Holen wir sie wieder hierher. Wie gesagt, durch den Alarm vom Benzinturm ist das natürlich kein Problem. Haben Sie das gehört? Er ist wieder am Benzinturm. Er hat vielleicht Nerven, das Dreckstück. Los, schnappen wir ihn uns. Alle Einheiten mir nach. So einfach geht's. Ben, wieso bist du hinter uns? Wo sind die Krawatten? Corley macht einen Boxenstopp. Der hat eine Blase wie ein Fingerhutmann. Rip Burger? Hab ihn eine Weile nicht mehr gesehen. Ben, wie sieht's aus, Mann? Hast du irgendwas gefunden? Kriegen wir irgendwelche Schwierigkeiten? Nein. Wir stecken drin. Steck mir den Kopf in den Eimer, denn wir sind im Whisky geschwommen. Schöner als sie, das ist keine, sie hat mir den Atem genommen. Eines Tages, da lieg ich im Sarg, sie ist eine Frau mit nem Rad, wie ich's mag. Komm schon, alter Mann, hab ich dich. Jetzt mach irgendwas Kriminelles, überfall irgendwen oder sowas. Aha, die Handlung verdichtet sich. Du hättest in den Sitzungen nicht über mich lachen sollen, Malcolm. Was für ein Psychopath. Hab dich. Hey, sieh mal, Boss, das hat er in den Büschen Was ist das? Ein Augenstecher. Komm her und ich zeig's dir. Es hat eine Kamera. Ich krieg sie. Nein, Nestor wird sich schon um sie kümmern. Du hast eine sehr wichtige Verabredung mit dem Rest der Corley-Familie. In Ordnung! Aber vergiss nicht, die Kamera zu zerstören. Ja, ja. Also dann, Malcolm, noch einen für unterwegs? Corley? Corley? Ben! Ich schätze, Rip Burger konnte nicht auf meinen natürlichen Tod warten. Das passt zu ihm, jemanden zu schlagen, der schon am Boden liegt. Rip Burger hat das getan? Ja, er wusste, ich würde sterben.
und er wusste, mit meinem Testament setze ich ihn auf die Straße. Ben, jetzt will er Corley Motors übernehmen, verkauft es an Ausländer, entlässt Arbeiter und baut Kleinbusse. Verstehst du mich? Kleinbusse! Oh. Du musst dich an ihm für mich rächen, Ben. Versprich mir, dass du ihm sehr wehtun wirst. Das verspreche ich. Ich auch. Ich möchte, dass meine Tochter die Firma übernimmt. Du hast eine Tochter? Ja, und sie ist wirklich ein Mechaniker-Genie, Ben. Schon mit 4 hat sie ihren ersten Vergaser repariert. Ich habe sie immer meinen kleinen Wirbelwind genannt. Finde meine Tochter, Ben. Finde Maureen. Oh. Maureen? Rip Burger ist ein ganzes Stück vor mir. Ich hoffe nur, Maureen kommt klar, bis ich da bin. Die Pistole verstehe ich ja noch. Aber warum sollte er eine Kamera mitbringen? Für wen arbeitet der Kerl? Corley Motors? Nestor, was bewegt sich denn da drüben bei diesem Haufen? Ich weiß nicht, Rip, aber ich glaube, dieser Haufen ist Bolas. Ja. Jetzt erinnere ich mich. Du bist der Kluge von euch beiden, nicht wahr? Da ist Moes Hütte, aber ich sehe keine Limousine. Vielleicht erwische ich die Kerle hier. Auf der anderen Seite vielleicht auch nicht. So. Dann gucken wir uns den Misthaufen an. Als wäre das hier in Eile durchsucht worden. Nichts als Trümmer, bis auf diese kaputte Kamera. Rückwand offen. Kein Film drin. Mo hat gesagt, sie hätte keine Kamera. Das ist das Bild von Mo und Onkel Pete auf seiner Nerzfarm. Sie hat gesagt, dort fährt sie immer hin, wenn sie eine Weile Ruhe brauchte. Das ist wohl meine einzige Hoffnung im Moment. So, und ich weiß, wir müssen da lang, aber ich fahre jetzt nochmal hier hin. Einfach, um diese Szene zu zeigen für die Leute, die das Spiel überhaupt nicht können. Kennen. Ah, ja, ich hab's heute. Jetzt ist da drüben natürlich... So viel zum Thema Rückkehr zum Tatort. Sie werden sehr bald hier langkommen. Ich brauche einen Plan schnell. So. Und wir müssen in die andere Richtung, weil wir haben eh keine andere Wahl. So, und dieses Spiel hat noch dieses Klischee drin, dass Trucker und Biker sich nicht mögen. Der Kerl gehört mir. Sieh mal, ich brauche wirklich jemand, der mich mitnimmt. Okay, das brachte jetzt nix. Keine Zeit zum Reden. Weißt du, da drin stinkt zwar ein bisschen, aber ich habe noch nie besser geschlafen. Du musst mir helfen. Such meinen Redakteur in Corville. Sag ihm, dass ich Bilder vom Corley-Mord habe. Du hast Fotos? Ja, aber irgendein Kerl hat meine Kamera genommen. Also, hast du keine Fotos? Naja, ich habe den Kerl bis Mallowreed verfolgt. Aber dahin kriegen mich keine 10 Pferde mehr. Die bringen mich um.
Hol meinen Redakteur! Er muss mich hier rausholen! Nimm einen dieser falschen Ausweise, um durch die Straßensperre zu kommen. Ja. Meine Karriere hängt von diesen Bildern ab. Hilf mir, Ben. Du bist meine einzige Hoffnung. Oh, keine Sorge. Ich schulde dir was. Wenn Mirandas Kerl derselbe ist, der Moos Hütte verwüstet hat, dann könnte das Mirandas Kamera gewesen sein. Aber wer hat dann den Film? Hey, Killer! Was? Hey, immer cool bleiben. Dein Geheimnis ist bei mir sicher. Was für ein Geheimnis? Siehst du keine Nachrichten? Und jetzt wieder zu unserem Top-Thema heute Abend. Malcolm Colley, der Besitzer von Colley Motors, wurde heute tot an einem Rastplatz in der Nähe von Mellonmead aufgefunden. Offenbar wurde der großherzige und sozial engagierte Firmengründer brutal und gewaltsam mit einem Stock erschlagen. Unmenschlich roh und ohne jede Gnade. Die Polizei hat eine kriminelle Motorradgang in Gewahrsam genommen, die unter dem Namen die Polecats bekannt ist. Nein. Mit Ausnahme ihres Anführers, der sich immer noch auf der Flucht befindet. Am Highway 9 wurden mehrere Straßensperren aufgestellt und die Polizei verstärkt ihre Suche nach diesem gefährlichen und skrupellosen Kriminellen. Wir sind reingelegt worden. Straßensperren sind scheiße. Ich hätte die Gang nicht hier lassen sollen. Hey, davon will ich überhaupt nichts hören. Du willst mich doch nicht nachträglich zum Mitschuldigen machen. Bleib einfach ruhig, Mann. Tja, das sagt sich immer so einfach. So. Lass mich mal erzählen, was passiert ist. Ich habe gesagt, ich will nichts damit zu tun haben. So. Jetzt gibt's denn hier noch ein kleines Easter Egg, der spielt hier mit seinem Messerchen. Er sieht nicht sehr glücklich aus. Oh. Scheinst eine Menge Zeit zu haben. Abgesehen davon, deine Hand zu durchlöchern. Störe ich dich irgendwie? Ist das dein Truck vor der Tür? Ich brauche jemanden, der mich mitnimmt. Sehe ich aus wie ein Taxi? Verschwinde. Außerdem lassen die sowieso niemand durch die Straßensperre. Nicht mal Trucker? Die haben mich zurückgeschickt, meinten reine Polizeiangelegenheit. Schweine. Ich habe gerade einen umgebracht. Ich stehe kurz davor. Ich glaube nicht, dass das dem Tisch gut tut. Hey, Quahog. Ja, Emmett? Ich steche ein bisschen auf dem Tisch rum, in Ordnung? Der Kunde mit dem Messer hat immer recht. So. Und jetzt ist eine Kleinigkeit, ich muss es mal kurz speichern, weil man kann nämlich dieses Emmett dazu überreden, dass er einem das Messer gibt. Ne, wir speichern hier. Ne, nicht laden. Speichern. War nett, mit dir zu plaudern. Nette Leute, deine Gäste. Naja, Emmett ist nicht gerade der Ich-bin-okay-du-bist-okay-Typ. Oh, mach den Kopf zu, Quark. So. Ja, wie gesagt. Und jetzt belabern wir ihn. Ich kann das. Kannst du vergessen.
Ich zeig dir mal, wie das geht. Kannst du vergessen. Ich zeig dir mal, wie das geht. Kannst du vergessen. Ich zeig dir mal, wie das geht. Kannst du vergessen. Ich zeig dir mal, wie das geht. Kannst du vergessen. Ich weiß nicht, wie viel Mal man das machen muss. Ich zeig dir mal, wie das geht. Kannst du vergessen. Ich zeig dir mal, wie das geht. Kannst du vergessen. Ich zeig dir mal, wie das geht. Kannst du vergessen. Ich zeig dir mal, wie das geht. Kannst du vergessen. So, warte mal. War nett, mit dir zu plaudern. Das war jetzt nicht mehr viel, aber ich möchte es ganz gerne vorweg speichern. Kickstand. Ich zeig dir mal, wie das geht. Aber nur, wenn du dann die Klappe hältst. So, und das müsste schnell mit der Maus sein. So. So. Ziemlich mittelmäßig gefälschter Ausweis. Ich hoffe, dass niemand das Tippex unter dem Namen bemerkt. Oh. So, den geben wir jetzt Emmett. Hier. Was ist das? Gefälschter FBI-Ausweis. Könnte bei der Straßensperre nützlich sein. Jetzt haut er da durch. Hast du von Onkel Pete's Nerzfarm gehört? Ich erinnere mich, dass es da an der Straße mal so eine Art Wieselzucht oder sowas gegeben hat. Den Highway 9 runter, auf der anderen Seite von diesen verdammten Straßensperren. Da habe ich immer günstig Nerzfleisch gekauft, um es an Schulküchen fürs Mittagessen zu verkaufen. Diese Sache hat sich echt gelohnt. Also, nimmst du mich mit? Was, wenn sie hinten reinsehen und mein Bike finden? Es ist vergraben. In konzentriertem Dünger. Vertrau mir. Niemand gräbt in diesem Dreck rum. Also, du wirst im Motorraum mitfahren. Im Motorraum? Hey, da drin schmuggle ich immer mein Zeug. Und das meiste davon ist weit mehr wert als du. Also, schieb deine Knochen rein. Dann sind wir morgen früh bei dieser Nerzfarm. Ich hoffe, du kannst mit einer Gangschaltung besser umgehen als mit dem Messer. Ja, ja. Na toll, riecht so, als hätte er ein Benzinleck. Ich liebe Motorbrände. Tut mir leid, Sir, ab hier nur noch für Polizeifahrzeuge. Ich gehöre zum FBI, Kollege. Prüfen Sie es nach. Hä? Und was tun Sie hier? Geheime landwirtschaftliche Untergrundoperation. Was haben Sie geladen? Dünger. In Ordnung, fahren Sie durch. Ich hoffe, ihr kriegt euren Mann. Probleme mit dem Truck? Loser Schlauch, nichts Besonderes. Ich hab deine Maschine schon rausgeholt. Steht da drüben. War nett, dich kennenzulernen. Muss wieder los, weißt du? Oh. Er hatte ein Benzinleck. Und zum Reparieren hat er meine Benzinleitung genommen. Dafür bringe ich diesen Trucker um.